Hey an alle Survivalists da draußen und willkommen zum Grundwissen-Video zu den großen Robotern auf Origins. An sich gibt es drei an der Zahl, die auf der Map herumlaufen und deren Namen sind Freya, Odin und Thor. Freya, da seht ihr gerade, dass ich da reingegangen bin, also Freya ist immer auf der linken Seite, Odin in der Mitte und Thor auf der rechten Seite. Alle drei Roboter haben auf jeden Fall einen Stab oder einen Stabteil von dem Windstab dabei und ein Radio, was man aktivieren kann oder nicht. Hier, Freya hat zum Beispiel dieses Radio, was man für dieses Music Easter Egg von Avenged Sevenfold Shepard of Fire braucht. Und Odin hat dann auch ein Radio, das kann man aber nicht aktivieren. Und Thor hat dann wieder ein Radio, wo man einfach nur ein Audio-Log abspielen kann. Ja, also wie gesagt, die drei Roboter laufen hier auf der Map rum und die können einen auch mehr oder weniger töten oder in Gefahr bringen. Denn wenn man vorher nicht die Klappe da aufschließt, können die Roboter einfach einen kaputt drehen und man liegt dann erstmal down auf dem Boden und muss dann eventuell wiederbelebt werden. Ja, man kann aber natürlich auch in diese Roboter rein, indem man, wie eben schon gesagt, einfach diese Klappen abschießt. Aber natürlich muss erstmal das gegeben sein, dass da überhaupt die 8 Leuchten drumherum sind. Dann kann man erst diese Klappe aufschießen. Diese Leuchten, die können am linken Fuß sein, am rechten oder auch gar nicht kommen. Aber es kann nie vorkommen, dass es mal an beiden leuchtet. Also es ist immer nur ein Fuß. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass man beide nicht leuchten. Und dass man dann vielleicht erst recht in Gefahr kommt, wenn man da trotzdem einfach stehen bleibt. Ja, man kann dieses aber auch überleben, indem man den goldenen Helm bekommt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Nochmal Info dazu als Anmerkung im Video und in der Beschreibung. Und gerade hier beim letzten will ich euch einen Tipp geben. Hier ist es schwer, vom linken zum rechten Fuß zu kommen. Deswegen wartet hier hinten bei diesem Panzerweg, um zu sehen, wo der Fuß leuchtet. Wenn ihr es gesehen habt, dann könnt ihr ja ganz schnell entscheiden, wo ihr hinrennen könnt. Entweder zu Generator 3 oder zu Generator 2. Denn das war immer eine Qual, wenn man den Blitzstab hier reinmachen musste. Man war immer am falschen Fuß, weil man bei Generator 2 gewartet hat. Der Fuß war aber bei Generator 3 offen. Deswegen wartet da hinten auf diesem Panzerweg, guckt auf den Fuß oder lasst einen Teammate ganz vorne stehen und der soll halt schauen, wo das Licht ist und dann könnt ihr ganz schnell entscheiden. Und hier, Thor hat auch eine Message noch in seinem Kopf drinnen, die man entziffern kann, aber na gut, wenn ihr es wissen wollt, versuche ich mal da irgendwie was herzubekommen. Ja gut, das waren die drei noch lebenden Roboter oder noch aktiven Roboter. Es gibt aber noch einen. Der ist bei Tankstation draußen und der ist kaputt. Der wurde kaputt geschossen und dort sieht man auch schön das Eiserne Kreuz. Also ist es eine Erfindung von den Deutschen, um genau zu sein, von Richthofen und der Group 935. Und man sieht übrigens auch 935 an den Schienbeinen von den Robotern, wenn die da drüber laufen. Ja, dieser Roboter ist einfach nur in der Schlacht, wurde er abgeschossen und liegt hier einfach nur so rum. Ja gut Leute, das soll es zu meinem Grundwissen-Video gewesen sein, zu den großen Robotern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich wie immer im nächsten Video.